So, herzlich willkommen zurück zu dem pädagogisch wertvollen Dumas, jawoll. So. Und zwar, bevor ich ins nächste Level gehe, muss ich euch mal was zeigen. Denn ich habe ganz wundervolle Neuigkeiten. Diese lustige Waffe ist nicht verbuggt. Ich habe sie. Wuhu! Ist das nicht geil? Drei Kanonen, Boys und Girls. Drei Kanonen. Haha. Das ist das, was ich vermisst habe. Das Ding ist, das ist auf dieser Taste, dass die Waffe wird nicht ersetzt, sondern es ist eine Umschaltung. Warum auch immer man wieder die Standard-Minigun nehmen wollen würde, wenn man denn doch die hat. Das würde ich doch nie wieder anders machen. Aber es ist schon mal gut, dass wenn ich jetzt nochmal auf die gehe, dass das so behält. Das ist sehr gut. So, und dann hatten wir ja noch ein Problem mit der Sniper. Dem Kollegen mit der Farbpalette. Da gab es ja mehrere Probleme. Zum einen hatten wir das Problem, dass die Munitionsanzeige weg war von meinem HUD. Das habe ich jetzt hinzugefügt, dass man das sieht. Dann war ja dieses Farbpalettenproblem behoben, dass die Hintergrund Gedöns weggeht, ne? Das hat einen Grund. Ich habe mich jetzt was anderes eingebaut. Was viel cooler ist als eine Infrarotansicht. So. Jetzt guckt mal euch mal diesen Karko an. Wenn ich jetzt zoome, dann habe ich Time Freeze. Und was auch cool ist, ist direkt gestorben. Boom, ne? Die haben Frightener Flag. Sprich, wenn ich diese Waffe benutze, dann haben die Angst und hauen ab, weil das macht ja auch irgendwo Sinn, weil die, ich halte ja sowieso die Zeit an, ne? Das Einzige, was ich eigentlich noch haben wollte, ist, was ich jetzt gar nicht dran gedacht habe, dass es die Duration auf 5 Sekunden statt auf 12 ist, weil wenn guckt euch das an, wenn die Time Freeze nämlich anfängt aufzuhören, dann bewegen die sich wieder leicht. Und wo das auf 5 Sekunden war, da war das dann so ein Effekt wie, ja, so ein bisschen wie Zeitlupen, statt dass es komplett anhält. Das hätte ich vielleicht nochmal ändern sollen. Aber gut, aber ich finde das mega cool. Aber was mir auch aufgefallen ist, das abgegradete Ding scheint 2 Schuss zu verbrauchen. Auch sehr spannend. Ja, jedenfalls, es funktioniert alles. Ich wurde nicht so sehr betrogen wie befürchtet. Alles ist gut. Passt alles. So. Dann wollen wir jetzt aber mal loslegen. Das ist okay. Mal gucken, was uns hier so erwartet.
Hier schießt schon jemand. Lass mich da mal eben durch. Ich will mal meine Minigun ausprobieren, glaube ich. Oder den? Das können wir auch mal ausprobieren, ne? Oh, neue Monster. Na, ausbrechen müssen wir auch mit besseren Waffen noch. Muss auch wieder vordrehen, ne? Jawoll! Haha! Alter! Boah! Die! Etwas overpowered das Ding. Markus. Der Knockback von dieser Waffe. Boom! Oh Scheiße, macht das Bock. Das macht Laune. Boom! Neue Monster ist cool. Aua. Okay, du brauchst Quatsch-Shotgun logischerweise. Wow, es ist so amazing, ne? Aber euer Munitionsverbrauch ist wahrscheinlich etwas zu crazy. Was willst du denn da oben? Granatenauto hier, bitte. Bam. Boom. Oh ja, geil. Ah, da ist mein Flammenboy. So, wie komme ich denn da jetzt durch? Wo ist eine normale Tür oder nicht? Nee, ist nicht. Oh. Tut mir leid, aber ich hatte die Waffe gerade in der Hand. Hier auch nichts für, dass du jetzt auf einmal kommst. Komm ich denn da weiter? Die Musik ist cool, Quake 1 Musik. So, müssen wir erstmal. Ich glaube, wir müssen auch mal die Sniper einfach nochmal auf Funktionstüchtigkeit überprüfen, aber bei denen macht das noch nicht so viel aus hier. Fresse, durch Raketen, das Doppels hackt hier. Nee, wollte ich doch gar nicht. Bin überfordert, ich habe zu viele Waffen. Moment. Mann, lass dich doch mal. Genau. Oh mein Gott, ey. Das sieht aber voll cool aus, ne, die Map, ey. Oh, die Schuss. Ach, was war... Was bist du denn für ein Arschloch hier? Seit wann habe ich dich da? Ohne Scheiß, seit wann habe ich diese Waffe? Was? Seit wann habe ich die Waffe und was macht die? Cool. Also mit Flammen kann ich dienen, wie es aussieht. Nein. Oh Mann, ist so genial. Das sieht nach Fall aus, was willst du?
Halt deine Fresse. Falls da noch einer drin ist, man weiß ja nie, ne? Hier? Kriegen wir hin. Oh, yeah. Das war ein ganz schlechter Zeitpunkt für dich, Pinky, dass ich jetzt mit der Quatsch-Shotgun direkt vor dir auftauche. Das war sehr unlucky für dich. Oh. Bam. Ich habe auch echt viel Munition momentan auch, ne? Der Knockback dieser Waffe ist das Genialste an der ganzen Geschichte. Es ist so geil, es ist so geil. Wie viele Secrets haben wir? 2? Ich hab gerade die halbe Map ausgerottet hier. So. Nein, hier ist alles gut. Ja, gibt die Shotgun-Munition her, die brauchen wir. Bam! Wyatt. Boom. Ach, ist nicht nachgeladen, ich kotze. Aber es ist jetzt ja egal. Hier schießt jemand, glaube ich. Oder war es mein Schussluft? Ey, das ist so overpowered im Grunde mit Time Freeze. Ich mag das. Ich kann damit leben, muss ich sagen. So. Wenn wir von overpowered sprechen, sprechen wir von dieser Waffe, würde ich sagen. Das einzige, was mich davon abhält, mehr mit dem Ding zu schießen, ist der Munitionsverbrauch. Sonst würde ich hier noch mehr eskalieren mit dem Ding. Und stellt euch mal vor, Munition wäre nicht die Grenze. Dann müsste ich nur noch mit dem Ding hier schießen. Beste in der Waffe sollte man sonst noch benutzen, außer diese hier. Die falsche Taste gedrückt. Ich wollte ein. Oh. Kann ja auch nur hier reingehen, ne? Den Kram abholen. Jetzt haben wir auch mal allmählich mal wieder die voll. Das ist wundervoll. Was ist das eigentlich für ein Gerät nochmal gewesen? Ich habe mittlerweile so viele Waffen, dass man ohne Scheiß irgendwann so ein bisschen den Überblick verliert. Was man alles hat und vor allem guckt euch an, wie viel man hier noch nachladen kann, ne? Holy shit. Das Problem ist, man hat so viele Waffen jetzt. Man verliert total den Überblick. Das ist gar nicht. Obwohl, das wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht. Diese Kombination ist wahrscheinlich sogar schon schwächer mittlerweile als die Triple Minigun
Auf die Idee muss man auch erstmal kommen, mit dreifacher Minigun, Alter. Ich meine, ey, ernsthaft. Das ist an und für sich schon so crazy. So. Das ist unspektakulär. Wie komme ich denn da rein, am Himmel zu aller Welt? Mal die richtige Taste drücken. Ah, da drauf zu treffen ist aber auch nicht einfach. Und Granaten hätte ich ja auch noch und Minen und ach Gott, ey. Ja, man vergisst das irgendwann. Ich frage mich wirklich, ob sich irgendjemand das so gut merken kann alles, was er zu jeder Zeit und zu jeder Situation immer das richtige, effizienteste Feature einsetzt. Weil es ist so viele Waffen, so viele Mods, so viel Kombinationen, das ist krass. Und dann noch Handgranaten, alles mögliche, was man hat. Also ich will das Berserk haben. Ich weiß gerade, ich habe eh schon Berserk wegen dem Demonstrankron wahrscheinlich, ne? Weiß aber nicht, wie Berserk-Pack eigentlich ist. Habe ich dann noch das starke Schlagen noch nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Das muss doch anders als so gehen. Ist ja widerlich so. Soll das wirklich nur so gehen? Kann man da runter oder ist das ein Fehler? Ne, man kann eh nicht runter. Okay, aber man kann doch nicht. Cool. Aber interessant, man kann da runter. So, dann. Das macht mich jetzt wahnsinnig wieder hoch, ne? Und das macht mich auch wahnsinnig. Ich weiß aber gar nicht, ob das geht, ne? Der müsste einfach nur nochmal springen, aber er macht das leider, ne? Na gut, sonst müssen wir nur fast erstmal weiterspielen. Wenn ich das nicht hinkriege. So natürlich erst recht nicht. Müssen wir jetzt mal weiterspielen. Ich krieg's gerade nicht hin. Wir wollen ja auch noch. Ein Versuch noch. Einen letzten. Da gab's ja auch noch diesen. Damit könnten wir doch vielleicht runter. Wie war das jetzt noch? Ja, vielleicht. Ich habe das Secret ausgelöst. Das habe ich schon mal gemacht. Aber es ist eine Brutal Doom-Funktion, soweit ich weiß. Also das sollte jetzt kein Problem sein, dass ich es so mache. Und es hat hervorragend funktioniert. Wahrscheinlich war das auch so gedacht. So. Vergesst das nur mal sehr gerne.
Obwohl es eigentlich ein cooles Feature ist, aber ich vergesse das sehr gerne. Ja, das ist echt ein Problem, wo man hier echt so viele Waffen, wie gesagt, schon hat mittlerweile. Habe ich jetzt erstmal alles normale abgelaufen oder ist hier noch irgendwas Normales zu holen? Aha. Ich wollte an den Imps doch auch mal eine Fatality zeigen. Nee. Die sind nämlich echt übelst brutal. Da sieht man das pädagogisch wertvoll, aber das ist doch nicht das Schlimmste. Da war, glaube ich, Schlimmere noch. Shit. Moment, ich muss zurück. Welche Waffe? Was brauchen wir für den? Wir brauchen... was brauchen wir für den? Die Sniper ist, glaube ich, nicht ideal. Naja, die Railgun, aber... ich finde, wir haben immer noch zu wenig Zells. Oder wir nehmen einfach die... ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall müssen wir natürlich den erstmal ein Fatality verpassen. Ja, das meinte ich unter anderem, weil wir haben ja gerade ein Problem. Die bringt ja gar nichts, die Waffe. Wo ist mein fucking Regeln auf Q, ne? Ja. Ist sie wohl. Man braucht nur die richtige Waffe. So. Für jede Situation sind wir vorbereitet, ne? Jedes Grillfleisch kriegen wir gar. Das ist kein Problem. Na komm, zieh dich nicht so. Haha, jawohl. So. Oh, wir haben aber ganz schön Schaden eingesteckt mittlerweile. Ne? Abwechslung ist noch gefragt hier. Wir wollen ja nicht immer das gleiche schießen. Die Tode müssen schon unterschiedlich sein, ne? Aber ich glaube, wir müssen nochmal hier. Grillfleisch. Jede Menge Grillfleisch, ne? So. Man kann die nicht auch irgendwas Besonderes? Außer als den Laser. Ich habe den Vorteil dieser Waffe noch nicht erkannt, außer dass die vielleicht mehr Damage wahrscheinlich macht. Schätze ich mal. Aber es ist ein Segen, dass ich jetzt einfach eine Quad-Shotgun habe, dass ich mit zwei Feuertasten schießen muss wie die Doppel-Shotgun im Dual-Wield. Das war ja nervig. Also das ist wirklich ein Segen, einfach eine Quad-Shotgun zu haben. Das Bild ist natürlich cool. Ihr habt es natürlich am dollsten gebraucht. Das ist klar. Fuck, Moment. Da ist ein großer drin. Wir müssen uns sortieren. Ich würde sagen,
Einen Kubus reinhalten. Oder ne, Brandgranate. Brandgranate und Eis, ne? Das wäre, glaube ich, eine so coole Sache. Ein bisschen Eis für das blöde Vieh. Wow. Wait. Okay, den hätten wir auch in Fatality verpassen können, actually. Noch der. Den frieren wir ein, würde ich sagen. Beeindruckt den gar nicht. Wir haben natürlich auch noch den, aber der braucht Zelt. Das ist doof. Oder wir nehmen einfach das Ding. Boom. Boom. Das funktioniert einfach vorzüglich. Ein Berserk. Hier. Okay. Die Gottes macht sie oder was? Berserk. Der hat ne Quatsch. Deine Quatsch ist nichts finden. Man drei Minigun-Kanonen auf einmal hat. Da solltet ihr mehr Angst vor haben. Ich weiß nicht, was ich mir vorstelle. Drei Minigun-Kanonen auf einmal. Überlegt euch das doch mal. Auf diese kranke Idee muss man erstmal kommen. Nee, das Grillfleisch. Grillfleisch mit Säge, würde ich sagen. Weil sonst muss man ja den ganzen Unkraut im Fleisch ja wieder rausholen. Das ist ein bisschen unhandlich bei 40 Kugeln Schrot. Dann lieber sägen. Dann kann man es direkt essen. Das ist praktisch. Also gut. Ja. Einfach eine Einbuchtung, nur für das Grillfleisch, ne? Da haben wir es aufbewahrt. Schönes Lagerraum gehabt. So. Da. Will irgendwann mal von zwei Hacks und Plasmus haben. Sind die auch cooler? Aber es gab ja auch noch dieses andere Ding da. Wo war die nochmal gleich? Die kommen. Die habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Wie waren die. Was hat die nochmal für einen Zweck gehabt? Nee. Die bleibt so, wie sie ist. Das war das Problem. So. Sind auch Viecher dran.
Das wird doch irgendwann aufgehen. Das wird sicherlich irgendwann aufgehen, deswegen. Böp, böp, böp. So. Was auch immer da rauskommen wird. Wird gleich schön empfangen von mir. Oh. Das war ja offensichtlich, dass das eine Falle ist. Gut, hier muss man schon ein bisschen Schrot jetzt rausholen, ne, so aus dem Fleisch, aber hey, das Fleisch ist eben, ne, ja, das wehrt sich leider. Aber nur lebendig ist eben frisch serviert, ne. Anders als lebendig kommt ja gar nicht auf den Tisch hier. So, wie komme ich aber da jetzt rein? Das Secret habe ich noch nicht erkannt. Das wird das zweite Secret sein, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Da ist mir noch nicht so ganz klar. Okay. Könnt ihr mir vorstellen, dass da hinten Party abgeht, wenn ich den mitnehme? Hahaha! Hat noch was überlebt in der Frechheit. Sollte noch was überlebt haben, wird es eliminiert. Nein. Sieht ganz gut aus. Es ist keine gute Idee, sich in Project Brutality hinter einer Tür zu verstecken und zu lauern. Da, ihr könnt davon ausgehen, dass da Überraschungseier vor euch liegen. Das müsst ihr doch mittlerweile gelernt haben, ihr Gegner dies. Dass das absolut keine gute Idee ist, das zu tun. So. Ich muss hier nochmal hoch. Wo ist eigentlich meine andere Waffe geblieben? Die gibt's gar nicht mehr. Warum bin ich mit der reingezoomt? Sehr spannend. Nein, das ist scheiße. Falsche. Bullshit hier gemacht. So. Alles wieder gut, ne? Wir können auch Munition abstauben. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu weit zurück bin, aber müsste eigentlich nicht. Habe ich eigentlich, glaube ich. Ich hätte eigentlich direkt gespeichert gehabt, ne? So. Gut. Das mal her. Ach, die sind noch nicht draußen. Ah, ich habe doch nicht gespeichert. Ich glaube, scheiße. Na gut. Dem ist einfach sogar noch Schaden gemacht, wa? Das glaube ich ja nicht. Die Dinger hatte ich nicht gespeichert. Ärgerlich. Na gut, egal. So, noch die. Gut, dann wollten wir hier nochmal hoch, ne? Wo auch immer das jetzt nochmal war. Hier. Munition mitnehmen.
So, hier waren wir nicht auch noch nicht. Da gab es nur die Rüstung, wie es aussieht, sonst nichts. Okay. Na gut. Aber wie? Zur Hölle. Und jetzt. Gut. Machen wir erstmal einen roten Schlüssel, würde ich sagen. Fucking hell. Was macht ihr mit euch? Ich glaube, da ist eine Minigun. Ich würde sagen Minigun. Da sind sie ja schon. Oha. Die wollen es aber wissen, die Jungs. Holy shit. Oh, der hat keinen Bauch mehr. Hab ich noch gar nicht gesehen, den Tod. Holy shit. Du hast aber auch ordentlich Gedämme verloren, mein Gutster. Wahrscheinlich die Minigun leer. Dauert zu lange, wartet mal. Sieht spannend aus. So. Dann. Mal gucken, wie viel hatten die Minigun noch. Ja, die hat gelitten, aber die hatten ja auch schwer zu tun, ne? Aber dafür ist die Shotgun noch voll. Und ich glaube, da wäre der Verbrauch auch höher gewesen. Was? Kein Fatality. Alter, verpiss dich, Junge. Ich liebe die Fatalities bei den Viechern. Ja, die habe ich auch noch nicht ausgedrückt, genau. Da wollte ich nicht runter. Hä? Wieso hattest du mich nicht mehr in Erinnerung? The fuck? Für so viel Dummheit wirst du bestraft, mein Gutster. Aber ich muss noch Secrets finden. Ich habe das Gefühl, dass hier das Levelende ist. Jo, das sieht ganz dünn raus. Das will ich aber noch nicht haben. Logischerweise. Ich muss die ganzen Waffen aufpassen, dass die durchgeladen sind.
bräuchte irgendwie eine Taste. Das wäre noch geil gewesen, ne? Eine Taste. So laden wir alle Waffen durch, die nicht nachgeladen sind. Statt dass ich jetzt jede einzelne Waffe hier durchgehen muss und gucken muss, ob die nachgeladen ist. Ach, das Ding hätten wir ja auch noch gehabt. Guck mal, man vergisst das. Damit hätte ich die Mancubus alle töten können. Das wäre wahrscheinlich noch deutlich schneller gegangen. Warum? Ich habe gar nichts gedrückt und geschaltet. Oh, what the fuck? Das wäre wahrscheinlich noch deutlich schneller gegangen. Als mit der Triple Minigun und wäre wahrscheinlich sogar noch cool. Nee. Noch cooler als die Triple Minigun in dem Fall wäre es, glaube ich, nicht gewesen. Boah, man nicht übertreiben hier, ne? Aber es war auch sinnvoll, die Minigun zu nehmen, weil guckt euch das an, wie schnell wir wieder Munition nachkriegen. Das hätte man mit Shotgun-Munition nicht unbedingt so schnell geschafft. Wie geht diese Scheiße ja auch? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe auch den Hinweis gerade nicht dafür. Leider nicht. Tue ich mich gerade wirklich schwer mit? Nichts hinterlassen? Sad. War da nicht noch eine andere rote Dingsi? War nicht nur das, oder? Oder täusche ich mich jetzt gerade? Oh, hier ist aber noch mal Aufsand. Oh, perfekt, ist er wieder voll. Minigun war definitiv die richtige Wahl gegen diese Viecher. Aber war hier nicht noch irgendwo ein anderer Ritter Dings? Hätte ich jetzt schwören können. Aber wohl nicht. Gucken wir noch mal hier. Die habe ich auch geschlachtet. Holy shit. Nee. Eigentlich ein echt kleines Level, ne? Sind wir quasi im Kreis gelaufen? Hier war auch nichts weiter drin, oder wie? Na, scheint nicht so. Der Raum ist komplett sinnlos, wa? Nur um eine Falle zu haben. Hmm.
Nee, es scheint wohl echt nur das gegeben zu haben. Dann drücken wir mal den Schalter, der da hinten war am Exit. Ich das nochmal gleich finde. Ne, das war hier. Moment. Hier müssen wir dann ja wieder rein. So. So, was hat der Schalter jetzt gemacht? Nichts, was ich jetzt sehen würde. Oder hat der das vielleicht jetzt hinten aufgemacht? Sicher sind hier eh keiner mehr, ne? Dann können wir das doch einsammeln, das Hashtag. Wenn hier eh nichts mehr ist, ist hier nichts mehr. So, und dann... Ach was, tatsächlich. Interessant, okay. Jetzt überlege ich mir ja gerade mal was, ne? Also entweder funktioniert der Schalter durch... Internet oder man hat hier extrem lange Kabel verlegt, um einen Schalter da hinten zu platzieren, damit das hier aufgeht. Gut, ja. Das wird wohl irgendwie per Funk, Internet, wie auch immer, ferngesteuert. Dann gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wie zwischen Logik in Doom. Wie sollten wir das Level verpassen? Das ist sinnvoll. Statt dass wir jetzt anfangen, uns sowas zu hinterfragen. So, ja, hier bin ich richtig. Dann haben wir alles, ne? Jawohl. Und was geht man ins nächste Level? Ich würde sagen, da Quatsch-Shotgun am Abzug. Also normalerweise würde ich ja sagen Minigun, aber Quatsch-Shotgun ist cooler. Okay, dann go. Das Level heißt Dis und es gibt hier keine Spider. Na gut. Ich sehe auch keine Referenz zu Dis. Aber okay. Ja, das wäre dieses wunderschöne Level. Neue Episode, neue Gegner, sehr cool. Aber wir müssen mal die neue Waffe nochmal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was die macht. House of the Hellnobles, so, also Barone und Hellknights, wie es aussieht. Kommt Text? Nein. Okay, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit dem pädagogisch wertvollen Doom-Mod. Bye bye.